Schokolade. Warum habe ich keine Schokolade, verdammt? Was, der ist schon in der zweiten Form? Das ging schnell. Ah, ja. Samus ist hinüber. So, ich halte mir erstmal mich mit dem Honig. Gut, es sieht aus, als müsste ich den Kampf alleine machen. Weil ich der Einzige bin, der genug Hirn hat, nicht in die Attacken reinzulaufen. Und ich habe es alleine fertig gemacht und die anderen beiden sind tot. Toll. Adam. Ja, geschafft. Und weiter geht's. Und sind wieder voll. Aber kriegen keine Erfahrung wahrscheinlich. Pokémon behalten. Oh nein, dieser Junge ist natürlich der Mana-Ritter. So ein Mist. Ich hätte ihn nicht unterschätzen sollen. Lass uns abhauen, Jungs. Genau. Ach, ihr Idioten. Ah, ich bin draußen. So, aus dem Weg mit dir. Komm, weg. Danke. Ah, jetzt kann ich hier jederzeit hoch und runter, ne? Och, Mädels. So, ich will mal kurz gucken, war Raffi jetzt schon da oder erst später? Oh, One-Hit-K.O. Oh, neues Level für mich. Nee, der kommt später erst. Gut, dann gehe ich mal ein bisschen einkaufen. Weil so wie ich jetzt bin, gehe ich hier sicher nicht weiter. Ach, jetzt war Victor plötzlich wieder da. So, fliegen wir mal nach Osten. Und ich lande direkt... Ah, in Tasnika. Schön, da will ich aber nicht hin, sondern... wo ist denn das Dorf? Genau, hier denn... Ah, da! Hier will ich hin. Itemladen war hier. So. Einkaufen. Wieder viel Geld. So. Bonbons. Ja, an Schokolade. Warum auch immer ich keine Schokolade gekauft habe. Ist immer noch ein Rätsel. Walnüsse. Gut. Noch eine. Davon brauche ich keine. Davon brauche ich keine. Perfekt. Auf Wiedersehen. Ja. Gut, jetzt muss ich überlegen, wo kann man nochmal die beste Rüstungszeit kaufen? Auf der Goldinsel, ne? Da waren ja diese ganz ultra teuren Rüstungen, ja, einmal schlafen. Von dem Geld kann ich mir doch sicher zwei, drei Rüstungen kaufen. Habe ich danach zwar kein Geld mehr, aber dafür habe ich dann die beste Rüstung im Spiel. Mal abgesehen von wahrscheinlich versteckten Rüstungen, die man so von Gegnern oder bekommt da wo auch immer. Ja, speichern. Habe ich schon ewig nicht mehr. So, gucken wir mal kurz. Kleidung. Habe ich einen Drachenhelm. Set die Entenkappe und zusammen. Ah, set eine Dämonenweste. Gut. Gucken wir doch mal eben auf der Goldinsel vorbei. Oder kann man den Tasnika? Naja, ich glaube mal Goldinsel wird das Beste sein. Und die ist etwas südöstlich von hier? Nee, Moment, andere Richtung. Da, westlich, oder? Nee, das ist nur diese kleine Insel, da ist nur diese Schneeinsel. Goldinsel, wo warst du nochmal? Karte. Nee, das ist sie nicht. Hm, 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 hm.
Da? Das hier, ne? In die Richtung muss ich dann. Am Arsch muss ich gar nicht. Am Arsch muss ich doch. Zwei da. Da ist er doch. Gut, suchen wir den Shop jetzt erstmal wieder. Der war hier oben links. Ja. Gut, wie kann ich helfen? Kaufen. Jupp, hier war das. Oh, alle können den Drachenhelm und die Dämonenweste ist teuer. Entencup. Obwohl, Entencup ist sogar stärker. Tatsache. Mal sehen. Haben die auch alle den Feuerring zurzeit? Jupp, alle haben den Feuerring. Moment. Also sie kann auch eine Entenkappe kriegen. Gut. Dann kaufen wir mal erstmal eine Entenkappe. Oder ich kaufe zwei davon. Jo, ich kaufe zwei davon erstmal. Na gut, das Geld reicht noch für eine Entenkappe. Gut, dann wollen wir mal ausrüsten. Mal sehen, wie stark die sind. Olé. So, du kriegst die Entenkappe, die um einiges stärker ist. Da hast du schon das Beste. Du kriegst dann auch so eine Dämonenweste. Da hast du auch schon. Okay. Mal ein bisschen bessere Ausrüstung gekauft. Jetzt kann ich die anderen Sachen wieder verkaufen. Und zwar das Ding. Dann die Dinger hier noch. 626. Schöne Zahl. Gut, jetzt haben wir wieder etwas vorbereitet. Jetzt können wir wieder zurück in die Drachenfestung gehen. In den oberen Teil. Das war jetzt der unterirdische Teil. Jetzt kommt der oberirdische Teil. So. Mal nachdenken. Ich würde sagen, südöstlich liegt der Drachentempel. Und dann noch ein bisschen südlich. Hahaha, ich hab's gefunden. Ich hab's drauf. Was? Oh, ich hab nichts abgezogen. Stirb. Geht doch. So. Nein. Der hat mir letztes Mal was Gutes gegeben. Ey, hier geblieben, dumme Truhe. Toll, schon wieder ein Zauberumhang. Egal, das sind nochmal um die 7000 Goldmünzen, wenn ich den verkaufe. So, wegschieben. Mitkommen. Sterben. Achso, Moment, ich kann dich ja töten. Du bringst mir gut Geld, glaube ich. Warte schnell, bevor er stirbt, gucken. 27.000. Och, ich glaube, der hat gut um die 800 Münzen gebracht. Au. Penner. Ah, jetzt kann ich da hinten lang. Jo. Wie geplant. So, gut. Und hier werde ich Pause machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Secret of Mana. Bis dann. Ciao.